Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, Wheatley hat gemeint, wir müssen durch ihre Kammer. Er meint damit ganz sicher GLaDOS und ich will nicht. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut es euch gerne an. War ganz cool. Aber ich will nicht zu GLaDOS. Nee, wir gehen wieder. Komm, Wheatley. Hey, ist ja schon gut. Guck mich nicht so an. Ich laufe ja schon. Wir laufen langsam. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da. Seht ihr sie? Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Ich. Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ja, das war ich. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Hi. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Ich will nicht, dass das aktiv wird. Ich spring hier mal drüber. Und wohin soll ich denn laufen? Hier ist alles kaputt und... Es könnte auch dieses Gift sein, durch das wir gerade laufen. Oh, hier haben wir die Kerne runtergeworfen. Kann man da reingucken? Ja, da ist was. Also, so, da doch... Die haben sich ernsthaft die Mühe gemacht, unter einer verschlossenen Tür mit einem winzigen Loch was reinzubauen. Mann, sind die Entwickler total verliebt. Okay, die Treppe runter. Ja. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ich halte dich nicht. Das macht die Portal. Die Portal gar nicht. Ich kann dich ja nicht loslassen. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. So. Ah, schon wieder runtergesehen. Okay. Lol. Wir haben im selben Moment runtergeguckt. Er und ich. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Ja. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Ach so. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Ja, ist ja gut, siehst Mann. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Soll ich dich anschließen? Hier? Ah, okay. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also. Ja, was machen die ganzen Schalter? Nachher sind das so hier. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay, ganz ruhig. Alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch. Ja, nachher sind das so Dingsschalter. Oh oh. Power-Up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Wheatley! Dreh dich mal um, da ist GLaDOS, die wird gerade wach. Hallo! Mach doch aus! Nee. So haben wir das nicht vereinbart. Nein. Hallo Wheatley, hallo. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-Up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh. Du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Schlecht. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Das klingt so richtig brutal. Oh nein. Wir haben beide vieles gesagt. Ey, lass Wheatley in Ruhe. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster. Wheatley ist tot! Warum? Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Nee. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Nee, du schmeißt mich jetzt nicht da in die Verbrennungskammer. Nee, da unten ist heiß. GLaDOS, wir können... erledigen. Tasse Kaffee, wir können uns darüber unterhalten. Ach, das war ein Fehler. Ja, und damit ist es passiert. Wir haben GLaDOS wiederbelebt. Oh Gott, hier bitte nicht drauf, den kann ich da ausweichen? Ah, das Spiel macht das automatisch, hoffe ich.
Oh, ich hab da so ein richtig unbedingt. Hier wir die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Ganz ehrlich. GLaDOS ist ja schon so ein bisschen... Also schon so irgendwie... Sie nimmt das Ganze nicht so ernst. Also zumindest kommt es so rüber, als würde... Das Portalgerät sollte hier irgendwo sein. Also es kommt mir so rüber, als wäre ihr das komplett egal. Oh. Dass ich sie hier ein bisschen kaputt gemacht habe. Ah. Ein Turret. Und, das weiß ich schon, den kann man nehmen. Aber... Der geht kaputt. Weil es zu heiß hier unten ist wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Da ist sie. Ja. Warte. Warum? Zum Teufel ist GLaDOS so freundlich. Und... Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier... Warum macht mir das so Angst? Na 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 Portal! Huh. Okay, wo muss ich lang? Hier? Ach, da hoch? Ja, machen wir doch mal. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Es tut mir überhaupt nicht leid. Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, die nächsten 60 Jahre herumzulungern oder so. Mir fällt gerade auf, in dem Spiel ist es schwer, was zu sagen. Die ganze Zeit wird geredet. Falls ich wenig sage im Spiel. Es tut mir leid, aber was soll ich machen? Sie redet die ganze Zeit oder jemand anderes. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Es war nicht mein Plan. Wer weiß. Ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja, damit du weiter mit mir testen kannst. Nee, 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 GLaDOS. Ich werde dich wieder ausschalten. Habe ich es gerade richtig gesehen? Sind die Frames gerade gedroppt? Auf 59. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt. Apropos. Ich weiß, das werde ich wahrscheinlich in einem Infovideo nochmal sagen. Oder habe ich in einem Infovideo schon gesagt. Aber so habe ich ein bisschen Gesprächsstoff. Weil du mich getötet hast. Der Kaltstart. Allen Ernstes, ich habe versucht, Avengers aufzunehmen. Es klappt nicht. Also, mehr als 30 FPS kriege ich bei der Aufnahme nicht hin. Und das ist für meine Videos einfach zu wenig. Und wahrscheinlich, wenn das Video kommt, kam wahrscheinlich auch schon das erste Video zu Forza Horizon 5. Und das nehme ich wiederum anders auf. Ich könnte das bei Avengers aber auch so probieren. Das heißt, ich spiele das Spiel auf dem Computer. Dann über die Capture Card übertrage ich es an meinen anderen Computer, um es dort aufzunehmen. Das ist möglich. Problem ist, ich müsste Mikrofon, Webcam, alles an den anderen Computer wieder anschließen und alles neu einrichten. Und ich weiß nicht, ob ich dazu Lust habe. Und sonst Forza Horizon in 720p. 10 FPS oder so. Und du machst diesen ersten einfachen ich jetzt nicht wirklich Lust dabei zu. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Hä? Nee, 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 hallo, 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 hallo. Bist du wirklich tödlich? Bist du tödlich? Bist du tödlich? Tödlich? Bist du 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 tödlich? Irgendwie nicht. Nee, der ist nicht tödlich. Hä? Wieso ist das schief? Achso, weil die Wand schief ist. Okay, wir müssen das hier hochschießen, dass der hier reingeht. Und damit können wir... Stopp, 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 stopp. Erstmal muss ich hier drauf. So, dann schießen wir es dorthin.
Damit der Laser da reingeht, das aktiviert, zack, zack, und wir fahren hoch. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ja, hallo? Ja, ich bin Kaysom, den du gerade da gefangen hältst. Wieso hast du ein Handy? Ja, einfach so. Okay, wieso rufst du an? Ja, mir wurde die Nummer beim Service Support Gedönster gegeben. Und ich wollte dich mal fragen, warum testest du eigentlich? Ja, keine Ahnung, es macht mir halt einfach Spaß. Ja gut, Leute, testen wir einfach so, werden gefangen halten, weil es macht Spaß. Wisst ihr, was auch Spaß macht? Den Daumen unten kaputt zu hauen, bis er blau ist. Ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren. Das mit der Maus konnte ich immer noch nicht beheben, ich weiß nicht, woran es liegt. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Nee, wir sterben nicht. In der Ecke. Ach ja. Lass mich hier durch. Das war seltsam, war das Wheatley? Oh, ich hasse Portale, die so platziert sind. Wo ist der Kubus da? So, was machst du jetzt? Muss ich dich hier stoppen? Ah, du lenkst das. Was passiert, wenn ich es jetzt wegmache? Okay, ich werde weggedingst. Oh, ich kann damit sogar malen. Seht ihr das? Ich mache das so richtig stylisch schief. Ist das eine Treppe oder muss ich mich beeilen? Eine Treppe. Okay. Ich bin schneller als die Treppe. Ich kenne da keinen Portal. Hä? Wie genial! Das versucht auch sich einzureihen. Hä, wie soll ich denn das machen? Oh, hier ist weiß! Ja, ich sehe es, Leute, ist gut. Ihr müsst sich in die Kommentare schreiben. Ach komm, wegen dem Millimeter jetzt, ganz ehrlich. Okay, ich verstehe. Und jetzt können wir ihn. Ich kann ihn lenken. Von hier oben. Ich kann sogar ein Laserstrahlenstück hier hochholen. Seht ihr das? Mal so ein bisschen. Egal. So, Kubus da drauf und raus hier. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ja, danke schön, GLaDOS, dass ich ein schlechter Mensch bin. Das ist aber zu freundlich von dir. Das demotiviert schon irgendwie so. So innerlich merkt man, wie man sich dadurch heruntergezogen fühlt. Aber es ist halt einfach todeswitzig. Wenn dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Nice! Okay, wissenschaftlich. Wie man das wissenschaftlich belegen kann, weiß ich nicht. Komm ich da dran? Dann fahr du mal hier rein. Hä? Wieso kann ich hier nicht... Okay, das wird... Habe ich ihn? Ja. Nee. Ich habe ihn. Okay, was soll ich damit machen? Bring den mal hier hoch. Ja. Geh da mal selber hin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen. Okay, ich muss ihn dahin lenken. Das macht eins an. Da drüben muss auch noch eins. Habe ich mehrere Kubussos? Nein. Sag nicht, ich muss jetzt irgendwie durch Portale, das... Ah ne, ist doch voll easy. Wohin muss denn das zweite überhaupt? Hä? Da lang. Ach, dahin. Oh. Nein, das war falsch. Oh Mann. Hallo. Ach so, ich muss da durch.
Natürlich falle ich dran vorbei. So. Du da. Da. Du da. 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 Gratuliere. Nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Dankeschön. Das motiviert mich immer hier weiterzumachen, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich weitermache, dann schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag du hast ein paar Pfund zugenommen. Wir wollen ja hier grammatikalisch korrekt bleiben. So. Moment. Ich würde hier durchkommen. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Daran erinnere ich mich aber noch, der war easy, der Test. Da musst du so machen und so. Ja. Blau ist... Ich weiß nicht, was blau ist. Blau ist links. So, also so. Dann können wir nämlich hier durch. Hier noch drauf. Und hier wird blau aktiviert. Oh, hier müssen wir springen. Hüiai! Du! Muss man dir lassen. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Ich war auch gar nicht langsam. Warte auf mich! Wir sind tot. Ah! So fängt das schon mal gut an heute. Ja, da kommt von mir aus jetzt da blau hin. Das heißt, ich arbeite nur mit dem rechten Portal. Beziehungsweise schieße ich das dahin und dann. Commit, commit, commit. Würde das theoretisch funktionieren? Ich glaube ja eher nicht. Ah, es bleibt stehen, weil der Dings blockiert ist. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, bin fertig. Nicht so langsam bin fertig. Das Spiel ist von der Physik her, also seiner eigenen Physik, echt gut gemacht. Wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt, es gab mal, ob es immer noch gibt, weiß nicht, beide Spiele, Portal 1 und 2, für 1,38 Euro kaufen. Ja, auf Steam natürlich. Der offiziellen Website von Valve. Kann man es schon Website nennen? Ach, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ja, und was macht das jetzt? Also ich soll mich da draufstellen, okay. Ah, und da... Oh, das schießt mich aber sehr genau. Und den muss ich jetzt in der Luft fangen? Nee, doch, müsste ich. Jetzt... Ich hab ihn! Wir landen wieder punktgenau. Okay. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Aber es ist zu, wir kommen nicht mehr raus. Magie. Also wir atmen die ganze Zeit die gleiche Luft, weil frische Luft ist ja zu wertvoll für uns. Dankeschön. Ich fühle mich echt gewertschätzt in dem Spiel, Leute. Wie seht ihr das? Ja, wir haben auch schon fast wieder das Ende der Folge erreicht. Oh Gott. Dann habe ich schon heute 2 Aufnahmen gemacht. Die reichen mir. Jetzt hat's geleckt. Ich habe es genau gesehen. Es hat geleckt. Aber das ist halt, wenn das Spiel lädt. Vor allen Dingen, wenn ich es... Ich kann euch ja mal die Grafikeinstellungen zeigen. Ich glaube, die Grafikeinstellungen sind... Nein, nicht Heat, Standard, weitere Grafikschirm. Ja. 16-facher Filter, wobei ich könnte es auf 3-fach-Puffer machen. Sehr hoch. Ja, sonst ist überall, wirklich ist es überall das Höchste drin, was geht. Da verstehe ich auch, wenn das Spiel vielleicht oder die Aufnahme ein bisschen laggt an manchen Stellen. Aber halt nicht so, dass ich mehr als 1% der Frames verliere, weil das würde ich sehen. So. Okay, wir benutzen das mal wieder. Oh Gott. Oh, hoffentlich trifft uns so ein Teil nicht. Oh Gott. Bitte nicht, bitte nicht.
Oh, nee, 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 nee. Ja. Ja. Uiuiui. Gut. Problem gelöst? Nee. Wir müssen richtig schnell zwei Portale dorthin feuern, damit es uns da wegschießt. Oh, Katapultplattformen. Irgendwie innovativ. Viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Dankeschön, dankeschön. Jetzt in den ehemaligen Glas. Genetic Lifearm and Disk Operating System. Aufsammeln. Ganz alleine. Ah, ich fühle so ein bisschen. Oh, das wird nichts, das wird nichts. Außer. Ui! Ich hab's. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Aber da ist ein Turret, kann ich das wieder fangen? Ich weiß es nicht. Ich muss testen. Das Turret ist nicht, hat's nicht geschafft. Ich jetzt meinen Ball? Ball. Mein Kubus. Oh, ich muss den hier abfangen. Der fliegt sonst da runter. Ich spamme, ich spamme. Ich bin das, was die Leute hassen. Ich bin ein Camper. Da konnte ich Portale schießen. Genau. Hier. Aua. Nein. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Es ist ein Radio. Das Turret vielleicht noch. Vielleicht kriegt man dafür irgendwas. Aber dafür muss ich zurück zum Turret kommen. Ich hab's. Turret. Gibt's dafür ein Achievement? Bring den Müll weg. Mann. Das hätte mich jetzt gefreut, wenn es ein Achievement dafür gibt, dass man alles wegmacht. Als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach, das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Kannst du mal aufhören, alles durchzurechnen, was Sinn ergibt und was nicht? Können wir mal bei dem Aspekt bleiben, dass du mich Müll genannt hast? Ja. Und wie es hier weitergeht? Beziehungsweise, ne, wir gehen da jetzt noch durch. Und dann drücke ich Dings. Wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Ich habe mich nicht erschrocken. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe dich kaputt gemacht, weil ich es wusste. Du hättest mich sonst kaputt gemacht. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.